So, gespeichert ist. Okay, du dahin, du dahin. Wo sieht man unseren Rüstungswert? Hier wahrscheinlich, hm? Ja, Defense 4. Testen wir mal. Du weg. Defense 4. Ha. Okay, also wir haben nicht wirklich eine Möglichkeit zu sehen, wie gut die Ausrüstung ist. Das könnte schon mal ein Problem werden. Gibt das Schaden? Nö, es macht nur einen Sound, okay. Benutzen. Klick. Schwert raus. So. Komm her, du garstige Fledermaus. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Schwertkampf. Hier kommst du her. Da bist du. Stirb. Stirb. Komm schon. Warum treffen wir nicht? Wir müssen auf die richtige Stelle zielen, wo er gerade ist. Das könnte sein. Und wahrscheinlich muss er auch gerade nah genug dran sein und überhaupt. Haha, Treffer. Treffer. Verrecke. Haha. Ein glorreicher Sieg über eine Fledermaus. Und wir sind vergiftet. Und ich hätte gerne mehr Licht. An. So, ganz viel Wasser. Also über das kleine. Oh, zur Hölle kommst du jetzt her? Bist du eine Geisterfledermaus? Okay, Licht weg, Schild an. Wo musst du hin? Da bist du. Komm zurück. So. Komm, 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 komm. Das ist eine echt doofe Ecke zum Kämpfen. Ich weiß nie, wo er herkommt. Jetzt soll ich die Fackel doch wieder rausnehmen, nur um zu sehen, von wo er kommt. Oder kurz taktisch zurückziehen. Kommst du mir hinterher? Nee. Oh, es gibt einen extra Slot für Licht. Okay. Das macht das Ganze gleich viel einfacher. So, Flattermaus. Wo bist du? Im Wasser kann ich nämlich nicht kämpfen. Was schon ein wenig unfair ist. Und wir schwimmen gegen den Strom an, was auch nicht schön ist. Da ist was im Wasser, eine froschähnliche Kreatur. Die ignorieren wir, weil wir nicht kämpfen können. Komm, gib uns irgendwo Land. Au, ich glaube, wir wurden gerade getroffen. Schneller, schneller, schneller. Boah, hier muss da irgendwo eine kleine Nische sein, wo wir hoch können. Au, da ist eine Fledermaus. Nicht gut, nicht gut. Können wir nicht doch vielleicht im Wasser kämpfen? Nein. Irgendwo muss doch ein Aufgang sein. Hier schaut gut aus. Achso, das Gift macht den Schaden, nicht irgendwelche Gegner. Boah, wir müssen gleich unbedingt mal auf die Karte gucken, wo wir sind. Apropos Karte, wir müssen eh noch die Stellen einzeichnen, wo wir nicht weiterkamen. Also die eine Tür zum Beispiel. Und den NPC. Oh, sehr schön, da geht's hoch. Komm, 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 komm. Sehr schön, da sind nämlich Kräuter auf dem Boden. Durchatmen. Und aufsammeln. Kraut. Komischer grüner Trank. Noch mehr Kräuter. Wir essen mal ein Kraut und gucken, was passiert. Obwohl du um die spitzen Blüten rumessen musst, ist die Pflanze ziemlich gut. Hat Lebenspunkte gebracht, aber kein Gegengift. Das da könnte ein Gegengift sein. Magischer grüner Trank. Obwohl grün ist meistens Gift, oder? Ja, ich guck mal, ob das Gift von alleine weggeht. Wenn wir irgendwann auf Hälfte sind, dann probiere ich mal den Trank. Was haben wir hier? Schrott? Ist das alles Schrott oder ist das was unter dem Schrott? Kannst du nicht aufheben.
Okay. Kommt die Fledermaus hinterher? Nee. Dann gucken wir uns doch mal hier. Das sieht gefährlich aus. Dann schauen wir uns hier mal nicht um, sondern gucken kurz auf die Karte. Ach du gute Güte. Tür. Hier. NPC. Da Schalter. Wir brauchen eine Abkürzung für Schalter, aber es wird garantiert sehr viele Schalter geben. Also sagen wir mal S. Nee. Es muss weiter nach da. So, hier S. S sind Schalter. Close. Ich will nicht wirklich da lang gehen. Das ist mir schon viel zu weit drin im Dungeon. Aber jetzt zurückzuschwimmen und unterwegs wieder von Fledermäusen und Fröschen gebissen zu werden, klingt auch nicht so toll. Also, versuchen wir es einfach mal. Oh, da ist ein Wurm. Glaube ich. Ich schlage einfach mal drauf. Oh, Gift ist weg. Bitte nicht neu vergiften. Komisches, grünes Ding auf dem Boden. Oh, Treffer, aber kein Gift. Sehr schön. Und gewonnen. Was haben wir denn hier Schönes? Du siehst einen Orb. Als du in den Orb hineinstarrst, siehst du eine Vision von einer komischen Welt. Bizarre Kreaturen fliegen durch das All oder durch die Luft. Ein grüner Weg, flankiert von einem schwarzen Leere auf beiden Seiten, bis in die Ferne. Irgendwoher weißt du, dass der Weg nach Britannia führt. Können wir jetzt da reinspringen? Benutzen? Nee, kannst du nicht benutzen. Können wir es aufheben? Können wir nicht aufheben. Sein Weg nach Britannia in einer... Nicht draufhauen. Können wir damit sprechen? Nein. Du kannst damit nicht sprechen. Ja, komisch, komisch. Okay, Schwert raus. Weiter erforschen. Bisher gibt es kein... Ah, da ist wieder ein Gegner. Wir sollten vielleicht ein bisschen zurückgehen. Sonst könnte was von der Seite noch angreifen. Und das Ding spuckt ja. So viel zum Zurückgehen. Tada! Noch ein Schlüssel für was auch immer. Und der ist ganz schön groß. Ein Schlüssel. Du... So, wir sind noch im Beutel drin. So, du kannst da rein, du kannst da rein. Ach, man kann scrollen in Beuteln. Okay, das macht das Ganze ja noch viel praktischer. So, da ist nichts. Da ist die Tür wahrscheinlich, wofür der Schlüssel ist. Jo, aufgeschlossen. Das heißt, das Ding kann auch theoretisch wieder weg. Die Tür lassen wir aber erstmal zu. Ja, okay. Da kommen wir bestimmt nicht einfach so rüber. Okay, so viel zu, wir lassen die Tür erstmal zu. Öffnen. Kampfgeräusche. Aber wahrscheinlich nur, weil wir das Schwert rausgezogen haben. Und hier geht das Schwimmen wieder los. Bin ich nicht wirklich motiviert zu. Das könnte irgendwo wieder zurückführen. Also gut. Haupt ins Wasser. Halten wir uns mal links, also westlich. Hier hätten wir rüberspringen können, wenn wir springen könnten. Das wollte ich hier wie gesagt nicht riskieren, aber hätten wir vielleicht mal ausprobieren sollen. Das klingt irgendwie nicht so gut im Hintergrund, dieses dö. Aber wir kriegen keinen Schaden. Kriegen wir Schaden? Nö, kriegen wir nicht. Und das scheint echt nur so eine Art Auffangbecken zu sein. Oh, wo kommst du denn her? Zack. Oh, Level Up. Das heißt... das heißt, wir sind jetzt Stufe 2. Und wir konnten nichts selbstständig einstellen. Das finde ich ein wenig komisch. Aber vielleicht gibt es sowas wie Trainer oder dergleichen.
Und da können wir dann unsere Erfahrungspunkte eintauschen gegen bessere Skills oder was auch immer. Und da ist eine Fledermaus. Komm, stirb. Ich will nicht die Wand hauen, ich will die Fledermaus hauen. Du bist aber, glaube ich, nicht so eine giftige. Oh, wir haben aber ganz schön Schaden bekommen. Sollten gleich eine Kleinigkeit essen. So, njam, njam, njam. Käse. Du bist zu voll. Ich will nicht essen, weil ich Hunger habe. Ich will essen, weil ich geheilt werden will. Kräuter. Haben fast nichts gebracht. Sind vielleicht doch nicht da zum Essen. Okay. Das heißt, wir probieren jetzt den Sprung aus, der nicht geklappt hat. Ich habe aber auch abgebremst. Gibt es eine Sprungtaste? Probiere ich gerade. E, Q, Leertaste. Es gibt Strafen-Tasten. Und hier springen anscheinend nicht. Gut, das heißt, ich mache es ganz einfach genauso wie eben. Nur ich drücke durch, gehe nach vorne. Von hier aus. Und hopp. Ups. Nein, es ist nicht rückwärts gehen. Es ist nicht rückwärts gehen. Das war eben komisch. Aber egal, nochmal. So, drehen, drehen. Genau, jetzt wollte ich mich hier hinstellen. Nach da orientieren und einfach geradeaus laufen. Tonk. Klappt nicht. Okay, jetzt entweder gibt es irgendeine Taste, die ich noch nicht kenne. Können wir die hier nachgucken? Sound Details. Sehr hoch, nö. Nö. Also entweder gibt es eine Sprungtaste, die ich nicht kenne, oder wir brauchen eher einen Zauber dergleichen, um da hinzukommen. So was wie Levitieren vielleicht. Aber gut, das heißt, wir müssen jetzt hier zurück. Da war nun die komische Kugel. Und jetzt wieder ins Wasser. Wir könnten vorher mal schlafen, das wäre mal eine Sache. Das da. Du bist angekommen. Sie haben bereits... Viel zu schnell. Suche die zivilisierten Einwohner. Ja. Es war ein sehr hastiger Traum und wir haben wenig verstanden. Also zum einen, weil es schnell war und zum anderen auch, weil Lücken im Text waren. Aber der Hauptkern ist wohl, wir sollen die anderen Menschen aufsuchen. Und die Fackel ist aus. Und die Fackel ist alle. Ja, ich hätte die Fackel wohl früher ausmachen sollen. Hm? Na gut, Fackel rein. Fackel an. Das ist der Brief, den wollen wir nicht. Wir wollen die Karte kurz aufmachen. Also wir wollen jetzt irgendwohin, wo wir vorher nicht waren. Also probiere ich mal links an der Wand lang, ob hier irgendwo was ist. Und hier schreibe ich hin Britannia Orb. Oh, das ist Level 1. Okay. So, also ins Wasser. Und wir haben wieder volle Lebenspunkte durchschlafen. Sehr schön. Oh, der Weg zurück ist irgendwie holperiger. Dabei haben wir doch die Strömung hinter uns. Hm, okay. Also links an der Wand lang in der Hoffnung, dass wir irgendwo einen Weg hochfinden, der zwischen diesem Gebiet ist und dem Eingangsgebiet. Weil wir ja eigentlich vom Eingangsgebiet westlich sollten und so. Dann nach Norden. Da oben ist ein komische Brücke oder sowas. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der Weg zu den Menschen schwimmend bestritten werden sollte. Oh ja, wir gucken uns da, wo wir... Fledermaus. Wir gucken uns da, wo wir ins Wasser gesprungen sind, nochmal genauer um, ob es da nicht noch einen anderen Weg gibt. Und vielleicht passt der graue Schlüssel ja auch in die Tür, die wir markiert haben auf der Karte. Also die Tür, die wir zuallererst gefunden haben. Komm, 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 ich will nicht von der Fledermaus gebissen werden.